Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening von World of Warcraft. Heute gibt es sozusagen der zweite Teil von der Paragon-Rufthron aus BFA. Da habe ich fast von allen Fraktionen zwei Stück vorbereitet, beziehungsweise zuerst einmal sechs in der Tasche drin und dann gibt es sozusagen eine kleine Pause und dann gibt es noch die zweite Runde davon. Das einzige, was ich jetzt nicht mehr geschafft habe, ist die zweite von den Eidgebunden, beziehungsweise die habe ich immer halt ebenfalls geöffnet, weil die relativ schnell aufgefüllt sind, diese 10.000 Rufpunkte. Und ja, also da gibt es bei mir jetzt leider nichts mehr zu holen, also da habe ich das Spielzeug bereits und da ist halt einfach nur noch das Gold drin oder halt auch die Abzeichen. Aber eben bei den anderen Fraktionen gibt es noch etwas zu holen bei mir, das Pet leider nicht mehr, also das habe ich jetzt schon, aber die Spielzeuge, ja, sollten halt hoffentlich heute drin sein, aber eben da gibt es jetzt gleich, ja, die Öffnung von den ersten sechs Truhen und dann gibt es, ja, schnell einen Unterbruch und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Runde, weil ich da nochmals bei den anderen Fraktionshändlern halt durchgehen muss. Und ja, gleich mal schauen, ob es etwas drin ist, jetzt hier leider nichts. Hat leider nur diese Abzeichen hier. Hier ebenfalls nur Gold und Abzeichen. Und ja, hier haben wir bereits wieder, ja, das Rezept. Und hier bei Talanchis leider ebenfalls nur die Kriegsressourcen. Aber eben hier gibt es gleich einen schnellen Unterbruch. Und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Runde. So, da sind wir wieder. Und zwar eben hier mit der zweiten Runde an Truhe. Bei Talanchis gibt es sogar noch eine dritte dazu. Ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt ja ein bisschen mehr drin ist, also ein paar Spielzeuge und nicht nur Kriegsressourcen bzw. Gold. Mal schauen. Jetzt hier hat es zum Glück endlich geklappt, also eben hier haben wir bereits ein Spielzeug dazu bekommen. Hier leider nichts, aber wenigstens sind wir jetzt aufgestiegen mit dem ja, Herz. Und ja, hier gibt es leider nichts mehr viel dazu, aber eben hier bei den Champions gibt es ein Spielzeug dazu. Mal schauen, ob es bei dritten von Talanchis noch etwas dazu gibt. Aber hier leider ebenfalls nichts. Aber eben viel Gold natürlich dazu gekommen und auch Artefaktmacht gibt es eben hier immer 2500. Aber eben hier dieses Spielzeug, feuert ein instabiles Azeritgeschoss. Mal schauen, was es hier gleich, ja, der Effekt dazu ist. Feuert ein instabiles Azeritgeschoss in den Himmel und zündet ein spektakuläres ja, Feuerwerk. Also ja, sozusagen ein kleines Geschoss, also ein kleines Feuerwerk, nichts Spezielles. Und ja, mit 10 Minuten Abklingzeit kann man das jetzt auch nicht allzu oft machen, aber eben. Ja, das war es eigentlich für dieses Opening. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald.